Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal hier. Diesmal mit dem Thema Anschluss des Sauna Control STG 2100F. Dieses Steuergerät gehört zur Sauna, einer Caribou Sauna in dem Falle. Und während der Installation bzw. in der Vorbereitung auf den Bau unserer Sauna ist mir aufgefallen, dass es relativ wenig Videos gibt, wo erklärt wird, wie man genau diese Steuereinheit nutzt bzw. wie man sie denn überhaupt anschließt. Die hier im Bild sichtbare Steuereinheit, die STG 2100F, wird über einen Starkstromanschluss betrieben, hat eine Leistungsabgabe, die für einen 9 kW Saunaofen ausreichend ist. Was man hier auf dem Bild schon sieht, auf der linken Seite ist ein Separator, ein Ausschalter und wie das Ganze im Innenleben jetzt ausschaut, das zeige ich euch gleich. Hierfür nehmen wir dann einfach die Abdeckung ab. Das ist relativ einfach. Ich habe das schon mal vorbereitet, das wird nur eingeklipst. Und man sieht dann schon eine große Platine, auf der die drei LED-Felder zu sehen sind. Die Federtaster, die das Einschalten, Ausschalten, Verstärken, Absenken und dergleichen übernehmen. Und unten dann die Anschlussklemmleiste. Die Abdeckung ist ab, die Perspektive der Kamera habe ich ein wenig angepasst, um besser zeigen zu können, wo und wie die einzelnen Kabel geklemmt sind. Bevor ich jedoch weitermache, ein ganz wichtiger Hinweis, Sicherung auf jeden Fall rausnehmen und grundsätzlich sollten Arbeiten hier auch nur durch eine befähigte Person, idealerweise ein Elektroinstallateur, vorgenommen werden. Bei allen Kabeln, die ich eingebracht habe, handelt es sich um sogenannte Silikonkabel, das heißt die Ummantelung ist mit Silikonmaterial vorgenommen worden. Die Hitzebeständigkeit ist deutlich höher als bei konventionellen NIM-Kabel beispielsweise und Verwendung haben gefunden für den Anschluss der Steuereinheit und dann natürlich von der Steuereinheit zum Ofen Kabel mit 2,5 Quadratmillimeter und für den Anschluss der Saunalampe nochmal ein Kabel mit 1,5 Quadratmillimeter. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, wirkt es auf den ersten Blick ja, relativ chaotisch, aber mit ein bisschen reinlesen, reinfuchsen in die Sache, ist es gar nicht so kompliziert, wie man meinen mag. Beginnen wir ganz links, das sind diese beiden Kabel, das blaue und das braune Kabel. Braun steht hierbei für die Phase und blau für den Nullleiter. An dieser Klemme ist meine Saunalampe angeklemmt und dieses Kabel, dieses 1,5 Quadratmillimeter Kabel ist direkt hier aufgeschalten, geht dann durch dieses Gewirr hier unten durch in den Hohlraum, der sich hier hinter befindet. In dieser Sauna, an diesem Steg ist ein Kabelkanal eingebracht. Von dort geht das Kabel über die Sauna, über das Saunadach hinweg und wird auf der Rückseite dann direkt durch die Wand wieder eingeführt, wo ich dann die Saunalampe angeklemmt habe. Das Besondere ist hier, dass ich mit den Plus- und Minustasten die Stärke, die Stromstärke, die an die Lampe gegeben wird, variieren kann. Das heißt, die Lichthelligkeit kann ich bei diesem Steuergerät von 10% bis 100% hoch und runter justieren. Springen wir nun auf die rechte Seite. Hier findet ihr zwei Kabel, die an den Sensoren für die Temperaturerfassung angeschlossen sind. Dieses Saunamodell wird mit zwei Sensoren betrieben. Ein Sensor, das ist der mit den zwei Adern, ist direkt über dem Saunaofen installiert und der andere Sensor ist demgegenüber auf der anderen Wand mit drei Kabeln angeschlossen. Über die Anklemmung selber, denke ich, brauche ich hier nicht viele Worte verlieren, weil sowohl auf der Platine, man sieht es hier unten drunter, als auch an den Sensoren ist die Farbmarkierung vorgegeben. Das heißt, man klemmt das Kabel auf die Klemme mit der entsprechenden Farbe auf und kann gar nicht viel falsch machen. Deutlich spannender wird es dann schon bei den dickeren Kabel, die wir hier sehen. Das heißt die Phase dreimal, dann der Nullleiter, blau der Nullleiter. Auf der linken Seite, hier, hier, hier und hier, ist der Anschluss, der von der Sicherung in das Steuergerät hineingeht. Hier werden die Leiter einzeln aufgeklemmt. Der Schutzleiter liegt dann hier unten noch, wird über eine große Klemme angebunden und dann einzeln die Phasen, also so wie sie von der Sicherung kommen, werden in die ersten drei Blöcke angeklemmt und dann hier hinten in diesen Block kommt dann noch der Nullleiter rein. Rechts befinden sich dann
die vier Anschlüsse inklusive dem fünften, dem Schutzleiter, die vom Steuergerät aus durch die Wand, durch den Kabelkanal nach unten weggehen, um dann an den Saunaofen angeschlossen zu werden. Hier ist eine Markierung vorhanden, das heißt der Nullleiter N ist in dem Fall, das sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht ganz so gut, auf dem Punkt N aufgeklemmt. Dann kommen die einzelnen Phasen, die sind hier auf dieser Platine nummeriert mit den Buchstaben W, V und U. Und eben diese Buchstabenfolge befindet sich dann auch an der Anschlussleiste des Saunaofens. Das heißt, man übernimmt einfach die Vorgaben, die Buchstaben, wie sie jetzt hier im Steuergerät sind, und klemmt die Farben bzw. das Kabel entsprechend der Farben im Saunaofen so auf, wie man es hier im Steuergerät schon getan hat. Nachdem nun alle Kabel sorgfältig angeklemmt worden sind, also auch die Lampe dann angeklemmt worden an das 1,5er-Kabel, die Sensoren im Innenbereich angeklemmt worden sind, der Ofen an die rückwärtigen Kabelenden hier angeklemmt worden sind und natürlich auch die Zuleitung an der Sicherung angeklemmt worden ist, empfiehlt es sich, einen Testlauf zu machen. Das heißt, wir schalten das Modul links an der Seite ein, starten das Gerät und testen einfach, ob der Ofen warm wird, ob die Heizspiralen sich aufheizen, ob sie rot glühen. Sollte das der Fall sein, dann sind wir schon fertig. So, die Abdeckung habe ich schon wieder befestigt. Die wird nur eingeklipst. Und um euch ganz kurz das Modell zu erläutern, schalte ich es auf der linken Seite an. Ihr seht, der Bereich der Lampe, der Bereich des Saunaofens und der Bereich der Temperatursteuerung. Der Saunaofen selber blinkt primär. Ich kann jetzt hier über die Plus- oder Minus-Tasten direkt eine Startvorwahlzeit eingeben. Das heißt, ich kann hochschalten auf 10 Minuten, 50, 60 Minuten und dann soll der Ofen automatisch starten. Nun kann ich natürlich auch sagen, ich möchte, dass der Ofen sofort startet. In dem Fall drücke ich beide gleichzeitig und ihr seht, eine Kontroll-LED ist angesprungen, sowohl beim Ofen, er läuft jetzt, und gleichzeitig aber auch in der Temperaturregelung. Aktuell habe ich 20 Grad in der Sauna. Ich drücke einmal auf das Plus und er zeigt mir an, 100 Grad ist die Wunschtemperatur. Das Ganze kann ich noch steigern bis auf 110 Grad. Dann ist aber an diesem Modell Schluss. Drücke ich nochmal auf Plus, fällt er wieder runter auf 0 Grad und ich beginne den Rhythmus von vorne. Und ihr seht, die Steuer-LED ist ausgeschalten, weil die Temperatur hier im Raum im Moment höher ist als meine Wunschtemperatur. So. 30 Grad, 35. So, eine Sauna soll schön warm sein, deswegen steuern wir wieder hoch auf 100 Grad. Ganz links die Steuerung für die Beleuchtung. Und was auffällig ist, ich drücke jetzt einmal das Plus und nichts passiert, sondern mit dem ersten Klick übernehme ich in der Steuereinheit jeweils die Steuerung der einzelnen Elemente, in dem Fall des Leuchtenelements. Aktuell bei 0, ich drücke jetzt einmal drauf, die Lampe leuchtet, sie blinkt, erwartet mein Signal. Ich drücke auf Plus. Das Kontroll-LED ist angegangen, 10% Lichtstärke, 20%, 30, 40, 50 und so weiter kann ich bis auf 100% Lichtleistung erhöhen. Was mir aufgefallen ist in diesem Modell, dass bis ungefähr 50-60% das Licht doch flackert, flimmert. Ab 60% aufwärts ist es dann nicht mehr zu sehen. Ich habe eine Backofenröhre, also vom Backofen, die Lampe eingebaut, die bis 300 Grad das Ganze mitmachen sollte. Aber ich weiß noch nicht so richtig, warum dieses Flimmern vorkommt. Im Saunainneren sieht das Ganze jetzt so aus. Die Leuchtkraft der Lampe bei 100%. Und wenn ich jetzt einfach mal das Ganze runterregle, zum Beispiel auf 50%. Sieht das Ganze schon etwas atmosphärischer hier in der Sauna aus. Das Ganze kann ich natürlich noch weiter runterregeln, bis auf 10% zum Beispiel. Wo dann nur noch dieses kleine flimmernde Ländchen erkennbar ist. Der Saunaofen selber ist jetzt hier zu sehen und er läuft noch. Man sieht jetzt unten schon, hier glüht. Die einzelnen Steine, die Temperatur selber kann ich natürlich jetzt nicht filmen.
aber alles schön warm. Und wer sich selber eine Sauna bauen will, fragt sich mitunter auch, welches Material benötige ich? Ich habe den Anschluss selber über eine Herdanschlussdose gesetzt. Von hier aus geht dann das 2,5 Quadrat Silikonkabel, 5 x 2,5, um genau zu sein, geht dann über den Dachhimmel der Sauna auf die andere Seite, wo sich der Kabelkanal befindet. Und hier auf der anderen Seite verläuft das Kabel dann hier in den Kabelkanal hinein. Durch den Kabelkanal in der Innenwand herunter in das Steuergerät. Das war es auch schon mit meinem kurzen Erklärvideo zum Anschluss des Steuergeräts an die Sauna und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.